1643 wurde Lyon von der Pest bedroht. Die Stadtväter versprachen ein Opfer an die Jungfrau Maria, sollte die Stadt verschont werden. Warum auch immer, die Pest kam nicht, aber seit dieser Zeit feiert Lyon am 8. Dezember das Fest des Lichts. Heute natürlich modern und als Großveranstaltung. 3 bis 4 Millionen Besucher kommen aus aller Welt, um das Spektakel zu erleben. Hinter mir sehen Sie ein Projekt mit Industrierobotern. Geschäftsleute haben es vorgeschlagen. Sie haben uns die Arbeit mit diesen modernen Maschinen ermöglicht. Es war eine Möglichkeit, etwas Neues zu machen, Modernes, neue Kunstformen zu finden und etwas Wundervolles zu machen mit diesen Maschinen, die sonst so kalt und industriell wirken. Dieses Jahr allerdings fällt das Fest aus Sicherheitsgründen kleiner aus. Es ist nicht mehr über die ganze Stadt verteilt, sondern konzentriert sich an wenigen Orten, nachdem es 2015 nach dem Attentat von Nizza aus Respekt vor den Opfern still und nur mit Kerzen gefeiert wurde. Ich mag es sehr, wenn das magische Gefühl von Weihnachten da ist. 2016 fällt das Fest auch kürzer aus. Bis Samstagnacht leuchtet Lyon noch. Das Lichterfest verzaubert und bewegt. 2016 ist eine Art Neuanfang für das größte kulturelle Massenereignis in Lyon. Es darf gefeiert werden, aber unter strikten Sicherheitsmaßnahmen.